Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die sich äußere Statussymbole kaufen? Uhren, Schuhe, Autos, Handtaschen, damit sie nach außen einen Erfolg verkörpern, den sie innen gar nicht entsprechen? Nun, dann bist du dem Erfolg schon einen guten Schritt näher gekommen. Denn tatsächlich ist die entscheidende Frage, die mir mein Coach einmal gestellt hat, folgende. Und zwar hat er mich gefragt, Herr Schäfer, was denken Sie, was ist zuerst da? 100.000 Euro oder die Person und Persönlichkeit, die in der Lage ist, die 100.000 Euro zu erwirtschaften. Und es gibt eine Reihe von Studien, die das inzwischen bewiesen haben, was mit Menschen passiert, die 100.000 Euro oder vielleicht sogar 1 Million Euro bekommen, vererben oder im Lotto gewinnen. Die Studien sagen, dass bereits nach 2 Jahren Menschen, die auf dem Sozialhilfeniveau Lotto-Millionäre geworden sind, nach 2 Jahren das Geld komplett wieder verprasst haben. Im schlimmsten Fall geht es ihnen nach 2 Jahren noch schlechter wie in der Zeit davor, weil sie jetzt auch noch zusätzlich schwer verschuldet sind. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, sondern auch Coach und Berater. Dadurch habe ich sowohl in meinem eigenen Leben als aber auch in vielen tausend anderer Menschen Leben hineinblicken dürfen, was tatsächlich Ursache und was die Wirkung ist. Und Tatsache ist, dass diese 100.000 Euro, die jetzt mal beispielhaft für Erfolg im Externen, also Unternehmensgründung, Karriere oder andere erfolgreiche Maßnahmen wie das Sportmachen oder Musizieren, immer das Ergebnis sind der inneren Haltung. Das heißt, es gibt das Gesetz von Ursache und Wirkung in allen Erfolgsbereichen. Wenn du dich also auf dem Weg machen möchtest und erfolgreicher werden, große Ziele erreichen möchtest, ist das Erste, was du brauchst, natürlich eine messbare Grundlage. Und diese messbare Grundlage, das sind tatsächlich echte gesetzte Ziele. Jetzt sagst du, das ist völlig selbstverständlich. Nur die Tatsache belegt immer wieder, dass mehr als 90% der Unternehmen, aber auch der Menschen, gar keine Ziele haben, an denen sie messen können, ob sie sich selbst als Persönlichkeit weiterentwickeln, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Und erst wenn du diesen ersten Schritt wirklich verbindlich und schriftlich gemacht hast, dir also ein messbares Ziel gesetzt hast, was für dich erreichbar ist und wo du eine Frist hast, erst dann kannst du überhaupt zum Schritt Nummer 2 übergehen, nämlich eine Ist-Analyse zu machen, wie bisher, also in der Vergangenheit, deine Ergebnisse gewesen sind. Und erst nach dieser Ist-Analyse, wenn du festgestellt hast, dass du bisher deine Ergebnisse noch nicht realisieren konntest, kannst du zum dritten Schritt kommen, nämlich zur Abweichungsanalyse mit dem Ergebnis, dass das Programm oder die Programme, die du bisher installiert hast, also deine Einstellung, dein Know-how, dass diese bisher noch nicht zielführend waren. Du hast also einen Programmfehler. Und Fehler heißt nicht falsch oder schlecht oder minderwertig, sondern es fehlt etwas. Die Einsicht ist also zwingend erforderlich, dass bisher deine Fähigkeiten, dein Know-how noch nicht zielführend war. Und das macht es erst möglich, auf die Suche zu gehen. Das bedeutet also, erst wenn du die Ziele gesetzt hast und dann eine Analyse machst und feststellst, du hast bisher deine Ziele nicht erreicht und es gibt auch keinen nennenswerten Fortschritt, dann kannst du auf die Abweichungs- oder Ursachenanalyse gehen. Und Tatsache ist, dass in deinem Inneren zuerst etwas fehlt. Und wenn du dann auf die Suche gehst nach neuen Programmen, das heißt nach Menschen, die bereits das, was du als Ziel gesetzt hast oder ähnliche Ziele erreicht haben, dann bist du auch eingeladen, entsprechende neue Programme zu suchen. Es ist also blanker Wahnsinn, wenn du einen neuen Laptop kaufst und dann einfach erwartest, dass du dann Word oder Excel schreiben kannst. Du brauchst die entsprechende Software, du brauchst die entsprechenden Tools und auch dein Gehirn, deine Persönlichkeit braucht erst die neuen Fähigkeiten, die neuen Programme, die neuen Muster, Einstellungen, Werte und Prinzipien, um dann zielführend agieren zu können. Zusammengefasst ist also dein heutiges Außen das Ergebnis deines inneren Zustands von heute und der Vergangenheit. Wenn du dein morgiges Äußere, also die Ergebnisse, die Finanzen, dein Unternehmen, deine Beziehung, dein Netzwerk, deine sportlichen und vielleicht musikalischen Ergebnisse und Fähigkeiten verbessern möchtest, dann ist der erste Schritt immer zuerst die neuen Programme zu suchen. Diese neuen Programme bekommst du von den Menschen, die das Ziel oder ähnliche Ziele erreicht haben und das lehren, in Schulen, Universitäten oder vielleicht über Coaching und Mentoring-Maßnahmen, die weitergeben. Am besten ist natürlich, wenn du dich mit solchen Menschen umgibst, die sich auf den Weg gemacht haben, diese Programme nicht nur weiter zu installieren, weiterzuentwickeln, sondern auch mit dir zu teilen.
Also bau dir ein förderndes Umfeld auf von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, die weiter sind, die sich weiterentwickeln wollen, die den Mut haben, sich neue und größere Ziele zu setzen und aber auch bereit sind, an ihrem Inneren zu arbeiten. Eine Warnung noch zum Schluss von den Menschen, die vielleicht auch 100.000 Euro haben, aber das Geld vererbt bekommen haben, durch Glücksspiel oder durch Betrug und Raub erworben haben. Nach außen hin tragen sie zwar die Statussymbole, aber im Inneren wirst du relativ schnell durch 1, 2, 3 Fragen herausfinden, ob hier ein Kausalzusammenhang besteht zwischen Persönlichkeit und der äußeren Wirklichkeit. Und für dich auch als Inspiration und Motivation sei gesagt, dass das schnelle Geld, der schnelle Erfolg nicht wirklich zielführend oder von Dauer sind. Denn häufig ist es so, dass du das, was du im ersten Anlauf vielleicht gewonnen hast, wieder verlierst. Wenn du aber die Persönlichkeit bist, die das wieder aufbauen kann, dann wird das für dich kein Glück oder Zufall sein, sondern wenn du es 2 oder 3 Mal wiederholst, dann ist es Können. Du hast also eine belastbare Kompetenz, belastbare Fähigkeiten, eine belastbare Persönlichkeit aufgebaut ist, die von Ursachen, von inneren Ursachen heraus in der Lage ist, äußere Ursachen zu begründen, zu bewirken, zu initiieren. Zu guter Letzt gibt es natürlich etwas, worauf ich auch noch hinweisen möchte. Denn wenn der Bauer im Frühjahr seine Saat ausbringt und im Herbst erntet, gibt es auch eine Phase dazwischen, die das Wachstum darstellt. Und in dieser Wachstumsphase, da wirken noch andere Kräfte. Dort gibt es die ewigen Gesetze des Erfolgs, des Wachstums. Und das ist vielleicht etwas, was du selbst nicht unbedingt machen kannst. Aber du kannst diese Kräfte, die dort wirken für dein Wachstum, dass du deine Ziele erreichst, mit dem Setzen der richtigen Saat, der Pflege und Betreuung auch initiieren. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, diese universellen Gesetze des Erfolges auch für dich zu entdecken, für deine Unternehmensgründung, für deine Vorhaben, dann lade ich dich ein, nicht nur den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, sondern auch Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Direkt unter dem Video findest du einen Link und unsere Berater und Coaches helfen dir gerne dabei, dich nicht nur persönlich weiterzuentwickeln, sondern dein geschäftliches Projekt auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wir achten sorgfältig darauf, dass wir nicht nur deine äußeren Maßnahmen, deine Programme untersuchen, deine Fähigkeiten, sondern auch mit dir in der Persönlichkeit auf die entsprechenden Voraussetzungsentwicklungen auch gehen, die du brauchst, um sicherzustellen, dass deine Saat auch Wirklichkeit wird und dass du vielleicht auch echte Ziele gesetzt hast, die machbar und umsetzbar sind. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg und buch jetzt dein kostenfreies Erstgespräch direkt unter dem Video. Dein Daniel Schäfer.